Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist CWZI und willkommen zu einer weiteren Folge von Dizzy vs. Dinos! Zusammen mit den DNR-Freunde. Und wir waren in der letzten Folge mal wieder fleißig und haben eine Polymerfarm gebaut. DNR, kannst du uns das bitte nochmal genauer im Detail zeigen? Also ganz ehrlich, du musst nicht die Schuld auf mich schieben, ja? Ich hab damit nichts zu tun gehabt. Nein. Du wolltest hier einfach nur massenhaft abschlachten. Ja, ganz ehrlich. Können wir uns darauf einigen, dass die Zuschauer das wollten? Wir haben damit nichts zu tun. Okay, ja, stimmt. Das war wirklich ein Zuschauervorschlag. Wir hatten eine ganz nette Idee. Das war ein bösartiger Zuschauervorschlag. Wir hatten eine nette Idee. Pinguine auf dem Balkon mit schöner Aussicht. Alle haben eine gute Zeit. Was haben die Zuschauer gesagt? Pack die alle in einen engen Raum und lass sie regelmäßig töten. Sobald sie gerade das Licht der Welt erblickt haben. Sobald sie reif sind, lass sie abschlachten. So das wollen die Zuschauer. Ich find's, find's schade und traurig, aber was soll ich machen? Dass wir solche Zuschauer haben, meinst du, ne? Ja, muss ich sagen. Schämt also euch. Also daran sollte man sich kein Beispiel nehmen. Schämt euch! Das ist es jetzt auf jeden Fall. Das ist unser Tötungsbunker hier. Mit einem PLAP drin, mit Level 104 und dem ein oder anderen Weibchen plus einem Männchen. Der hat natürlich das absolute große Los hier gezogen, wobei das ehrlich gesagt nicht, weiß ich nicht, ob das jetzt so eine gute Area ist, aber alles abwaschbar aus Metall war dem DNR wichtig, dass die Hygienemaßnahmen hier erfüllt sind. Und ja, hier entstehen jetzt regelmäßig Babys und PLAP holt ja immer mal wieder Polymer für uns raus, denn das ist besonders wichtig für uns. Ich guck mal gerade, ob ich hier drauf zugreifen kann. Was habe ich denn jetzt? Ich habe Eier eingesammelt, das wollte ich eigentlich nicht. Unbefruchtete Eier anscheinend. Die lagen auf Boden wahrscheinlich. Warte mal, von der Seite komme ich jetzt nicht so gut dran. Dann schau mal von der Tür hinten. Ja, warte, ich will die gerade irgendwie überhaupt wichtig erst mal ist, nicht auf ihn rauf, nicht auf ihn rauf, dann kommst du nie wieder weg. Das auch, genau. Ich will eigentlich die Tür zumachen, aber es klappt auch nicht. Oh, jetzt ist die Tür zu, okay. Ja, ich hab's gemacht von hinten. Stark. Komm jetzt noch hier von der anderen Seite. Mach auf. Du musst einfach nur so gucken, bis in der Mitte wirklich steht Doorway. Soll ich aufmachen? Ich kann aufmachen. Ja, da steht Greenhouse Doorway, aber das ist locked. Für mich ist offen. Hast du das abgeschlossen? Nein. Das ist locked. Nein, hab ich nicht. Greenhouse Door in Klammern locked. Und ich kann's nicht aufmachen. Entsperren jetzt? Hast du den Schlüssel? Unlocked. Jetzt. Aha. Aber ich kann trotzdem ich glaube, das ist vielleicht automatisch oder so. Ich mach's von weiter, also von mir aus geht's von weiter weg. Und wenn ich dann genau in die Mitte gucke, dann sehe ich sozusagen die Health davon, dann kann ich's aufmachen, auch von weiter weg. Ja, ich sehe auch die Health. Ich drück aber schon E, ne? Bei mir geht gar nichts. Ja, da steht auch dann E öffnen. Ja, das steht bei mir eben nicht. Als ob das nicht meine Tür wäre, aber wir sind doch in einem Tribe. Hab ich das jetzt gerade aufgemacht? Ne, das hast du aufgemacht, ne? Hä? Ist ja mega komisch. Weiß nicht, was das ist. Na, es sind auch nur 43 Polymer, Leute. Ich wollte es gerade nur noch mal zeigen. Oh. Habe ich jetzt. Jetzt kann ich wieder auf und zu machen. Hast du das geändert? Okay, perfekt. Nö. Okay, ich glaube erst, dass es irgendwie ein Bug war. Aber ja, wie viel Polymer war drin? Das wäre 43 war halt echt nicht besonders viel. Okay. Der Hauptgrund, warum wir den Grinder brauchen, ist, beziehungsweise nicht den Grinder brauchen, sondern das Polymer brauchen, ist zum einen, wie gesagt, habe ich jetzt schon gesagt, der Grinder. Daraus können wir dann nämlich ein paar Sachen noch mal rausholen. Aber zum Beispiel auch hier die Pumpgun natürlich wieder, denn dafür brauchen wir ja 4785 Polymer. Also, ich finde, es könnte aktuell noch ein bisschen schneller sein. Also, ich weiß nicht genau, vielleicht müssen wir die noch ein bisschen optimieren. Denn wir brauchen unfassbar viel. Wir hätten aber allerdings auch noch die Möglichkeit, sehr viel Polymer auch noch selber zu machen. Also, so ist es jetzt auch nicht. Denn wir haben ja immer noch aus der vergangenen Höhle immer noch relativ viel hier an Cementing Paste und so weiter. Oder ist das alles schon... Warte mal, haben wir das schon hier rüber transferiert? Ah, hier, genau. Hier ist jetzt ganz Cementing Paste. Und da könnten wir ja auch wieder... ein bisschen was selber draus machen. Ich muss tatsächlich jetzt bei so ziemlich allem mir das natürlich wieder erlernen, weil ich, weil das alles weg ist. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Also hier könnt ihr es nochmal sehen, mit 3000 können wir halt, 3400 Cementing Paste können wir halt auch super, super viel nochmal machen. Bevor wir das machen, die Rechse werden groß, Leute. Ihr könnt schon sehen, die Rechse werden immer größer und hängen bald alle hier drin. Und bevor wir 20.000 Kryokapseln machen, schmeißen wir die jetzt raus. Die müssen rausgeschmissen werden. Und das einfach geht ganz einfach aufs Schiff. Mit der... kannst du das Schiff ein Stück nach vorfahren? Gerade? Ja, bist du gerade in der Nähe? Ja, ich komme gerade zum Schiff. 3, 2, 1. Sonst landen die gleich alle im Wasser. Ja, da unten ist der DNR. Vor. Weiter. Jo, alles klar, passt. Und Falltür. Let's. Oh, ich kann die nur kaputt machen. Ja, dann machen wir gleich eine neue. Mittlerweile sind wir rich, ist egal. Wir sind rich. Tschüss, Baby. Und hier vorne noch. Tschüss, willkommen. Nee, so richtig klappt's doch nicht. Junge, wie das von unten aussieht. Die hängen mit den Beinen runter. Oh, kann ich das abbauen? Gott, die Arme. Woran hängen die denn? Ich glaube hier, oder? Jawohl! Zack. Sind noch nicht alle unten, ne? Zack.
Hä? Was ist mit denen hier? Woran, die hängen oh noch nein, jetzt bin ich runtergefallen. Oh mein die Gott. Die hängen noch an der Holzwand. Also es hat eigentlich gut funktioniert mit denen, die unten gelandet sind, aber ja. Da hängen auf jeden Fall noch ein paar so beim Holz, sagen wir mal, ne? Aber die können mir doch folgen, oder? Ja, aber ob sie dir ins Loch folgen? Und jetzt nach vorne rauslaufen vielleicht? Ja. Komm. Komm, putt. Ich glaube, weil die auch so halb gefallen sind, hängen sie jetzt fest. Ich würde noch mal vorne das Holz wegmachen, ja. Das hoffen, müssen wir aber hoffen, dass da nichts Größeres bei kaputt geht, okay. Aber... Ah, ich dachte, das geht einfach, aber nein, es geht nie einfach in Ark. Welches Holz ist es denn? Ist es das hier? Das ist das am Fenster, hätte ich gesagt. Ah, offensichtlich hattest du recht, ja. Nee. Aber dann geht die ganze Treppe auch weg und unsere Klimaanlage und so weiter. Oh shit, okay. Nicht das mit der Leine? Irgendwie schubsen können vielleicht irgendwie. Ja, die sind, man sieht doch ganz klar, dass die fliegen. Guck mal, die hängen doch, die baumeln doch mit den Beinen. Oh, einer ist runtergeschubst. Oh ja. Aber wenn die wachsen, schubsen die sich, glaube ich, selber runter. Also müssen wir einfach nur kurz ein bisschen abwarten. Wir müssen gleich nur ein bisschen abwarten, bis die wachsen. Und jetzt hängen die einfach unten alle auf dem Schiff. Wie geil. Ist eigentlich ganz praktisch, ne? Können wir direkt dann umsiedeln. Aber die werden halt auch dann echt groß auf dem Schiff, ne? Das stimmt. Boah, ja, die sind echt, boah, die sind ja so mitten ineinander einfach hier so. Ja. Ja, was soll man machen, ne? It is wie it is. Ich hoffe einfach mal, dass sie sich mit der Zeit selber runterschubsen, ansonsten machen wir hier, glaube ich, gleich zu viel kaputt. Ansonsten könnte man sie mit einem Adler noch von unten reinfliegen ins Haus und die kurz aufheben jetzt. Ah. Kann man die jetzt schon nehmen, theoretisch? Ja, ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Warte, ich probier's mal. Upp, wir fliegen mal unten rein. Machen's mal wieder besonders kompliziert. Jetzt sind wir im Haus drin. Ja, jetzt graben. Und jetzt... Reicht ja auch, wenn sie dann nur kurz dran sind, ja, und wieder loslassen. Direkt ist er unten. Ja, ja, ist richtig. Ist runter? Ja, ja. Und wieder loslassen? Ja. Nee, der hat nicht funktioniert, der ist jetzt an der Seite. Ja, habe ich den? Nee. Er hat aber komisch gewackelt. Oh mein Gott, ich krieg hier gleich... Ja, du hattest ihn kurz. Ich kann es auch machen, ich kann es ja was anderes kümmern, dann mache ich den erst. Es tut auf jeden Fall ein bisschen in den Augen weh. Jetzt glaube ich. Habe ich noch einen gehabt? Ja, ne? Ja, du hattest ihn, aber du hast ihn wieder losgelassen an einer sozusagen außen. Ja, man bleibt überall hängen. Lass mich mal machen. Ja. Ich kümmere mich. Du kannst mit den knuddeln zum Beispiel auch, ne? Das wollen sie nämlich eh. Die haben bestimmt verschiedene Bedürfnisse. Die wollen knuddeln? Ja, und die werden ja auch besser, je nachdem, wenn man die auch prägt, ne? Also manche wollen Futter, manche wollen spazieren. Das ist schon mal... Vielleicht kannst du schon mal manche Bedürfnisse da erfüllen. Manche fragen, wann sind wir endlich da? Ja, hier, warte mal, er will was von mir. Was will er? Hold options for more... Ne, warte mal, die haben das Schnuller-Symbol über dem Kopf. Aber irgendwie steht da jetzt gerade nichts mehr von wegen... Ach doch, runs to go on a walk with you. Hide for more options. So, jetzt möchte ich mit ihm natürlich auf den Walk gehen. Aber wie mache ich das? Geht gar nicht. Das ist immer noch ein Bug, ne? Ich glaube, das ist... Ja, eigentlich heißt das, dass er dir folgen muss, so. Ja, aber ich glaube, das haben die Leute auch damals in die Kommentare geschrieben, dass das irgendwie immer noch nicht... Okay, bei ihm ging's jetzt, aber so manche Sachen immer noch nicht richtig funktionieren. Hier zum Beispiel, er will mit mir an einen Walk gehen, aber ich kann nichts machen, glaube ich. Ich probiere es nochmal und sage ihm, er soll mir folgen. Ob das jetzt irgendwas bringt. Aber das war damals auch schon irgendwie ein bisschen buggy. Er will mir aber auch irgendwie nicht folgen. Vielleicht bin ich immer noch nicht weit genug weg. Will den aber nicht vom Schiff runterholen. Und, geht der? Nö, ne? Nee. Geht auch einfach nicht. Aber die werden doch eh fertig, oder? Auch ja, so. Also ich meine, ansonsten den Rest hole ich jetzt einfach mit Kyrokapseln. Ich kümmere mich drum. Ah, okay. Hast du die anderen oben noch nicht rausgekriegt? Nee, also ich habe einen habe ich noch runtergeworfen, aber den Rest nicht. Okay, was ich eigentlich nochmal gucken wollte, ist, wie viel wir denn jetzt final wirklich brauchen für den Grinder. Weil der ist nicht so ganz exorbitant teuer, wie jetzt zum Beispiel die zweite Shotgun. Und da könnt ihr das mal sehen, da brauchen wir eben die 600 Polymer, wovon wir jetzt fast die Hälfte haben. Aber ich bin noch nicht gerade so 100% überzeugt, ob das jetzt wirklich final so richtig schnell geht mit unserer Falle da hinten. Denn ihr habt es ja gerade gesehen, wir hatten gerade mal 43, glaube ich, Polymer. Jetzt kriegen wir mal... Der Rex, bewegen sich! Hast du alle auf aggressiv gepfiffen oder irgendwas, ist sie? Nö. Also alle bewegen sich, ich schwöre, alle! Okay. Was ist passiert? Was ist passiert? Vielleicht doch. Alle! Soll ich mal alle passiv pfeifen zu Nein, nicht, dann sind alle, wir sind wieder alle auf passiv und macht niemand mehr irgendwas wieder. Okay. Nein, es wurde alles durcheinander gebracht. Vielleicht habe ich es gemacht, ohne es mitzukriegen, aber ich wüsste gerade ehrlich gesagt nicht was. Oh nein. Ich habe mich eigentlich nur auf den Flugdino gesetzt und bin weggeflogen. Hast du was gemacht? Du hast das. Ich schwöre, ich habe nichts gemacht, aber alle bewegen sich hier unten. Ich weiß nicht, was sie machen. Sind die auf neutral und wollen jetzt alle helfen oder so? Es kann auch sein, ich weiß es nicht. Ah, das vielleicht einfach... Da hinten greift gerade ein Alu an. Und deswegen wollen die gerade alle loslaufen und mithelfen vielleicht, ne? Oh, es kann sein, aber ich meine, die sind halt jetzt alle... Ach nee, das war unser Alu. Oh Gott. Auch die ganzen Belzebufos auch. Raus.
Auch da hinten der Belzebub folgt noch dem Don und so. Ja, also das ist aber auch was die Leute geschrieben haben. Wir haben eigentlich viel zu klein dimensioniert. Wir müssten die Base eigentlich viel, viel größer bauen und einzelne Stationen bauen. Aber das ist halt viel Bauarbeit dann auch einfach, ne? Yep. Sehr viel Bauarbeit. Und auch nicht so schön. Wenn man so groß baut, ich verstehe das, ich kenne ja auch die Base, also wie so eine Base aussieht, wenn man so online viel gespielt hat und so. Ich finde es halt auch einfach nicht so schön, wenn es so riesengroß ist, ne? Ja, wir haben halt echt eine schöne Base. Wir haben keine, also es geht effektiver bestimmt in vielerlei Hinsicht, aber sie ist halt nicht so schön. So, ich guck gerade nochmal, ob ich an den Pela dran komme. Hier ist er. 85 Polymer. Also das hatte ich mir echt, ich meine gut, das ist, ihr habt ja gesehen jetzt ab, zu Anfang der Folge bis jetzt. 85, gut und schön, aber wenn wir 5000 wollen und wir brauchen für den Grinder, brauchen wir so viel, also brauchen wir jetzt nicht ganz so viel, weil es nicht 5000 sind, aber wir brauchen ja trotzdem noch 300. Und jetzt haben wir gerade wieder 85 und so. Also es braucht trotzdem seine Zeit. Wir haben aber schon genug, ne? Also ich habe ja auch im Inventar noch 600. Hast du? Ja, ja. 600 Polymer? Ich sammle von da, ja. Okay, krass. Ja, kannst du das mal in den Fabrikator reinpacken? Ist irgendeiner auf aggressiv ist hier, weil das kann doch nicht sein, die greifen hier alles an. Ja, die sind locker auf aggressiv. Die sind auf aggressiv. Das ist das Problem. Irgendeiner ist auf aggressiv und das ist das ganze Problem. Weil deswegen gehen die auf jeden kleinen Dino, der spawnt. Kannst du dich um die komplette Scheiße kümmern und ich baue einfach den Fabrikator, den Grinder? Ja, mach ich mal. Oh, stimmt, hier ist auch voll viel noch. Oh, ich bin voll dumm. Hier drüben ist ja auch noch voll viel in der Smithy. Du musst gar nichts machen. Okay. Ich hab alles. Hä? Ich hab das schon wieder alles komplett verplant, Leute. Wer hätte es gedacht, dass ich mal was verplanen muss? So, da ist es. Und da bin ich mal sehr gespannt. Das wird heute quasi dann so eine kleine Lotto-Spielrunde. Guck, wir haben alles am Start. Turn on, bam, Grinder. Weil, dann werden wir mal ein paar Sachen zergrinden und dann sehen wir mal, was unser wirklicher Stand ist. Was eigentlich so verschiedene Sachen wert sind. Ist es nur wichtig, dass ich nicht irgendwas zergrinde, was dann nachher doch zu wichtig war. Und dann ist es plötzlich nicht mehr da. Das wäre natürlich nicht so gut. War hier denn auch noch Wood drin? Weil dann würde ich kurz wenigstens einen Boden machen. Ne, wir hätten hier keinen Wood mehr. Okay. Dann gucke ich erstmal, wie groß der Grinder ist. Ich glaube, wir haben noch... Hatten wir schon mal einen Grinder? Nee, soweit ich weiß. Oh mein Gott, der ist riesig. Ist der so groß wie die Schmelze? Der ist von der Größe, von der Plattform, ist der viel länger noch. Echt? Alter, ja. was passiert denn damit alles? Man könnte den da hinstellen, wo die Schmelze vorher stand. Okay. Der passt da eigentlich perfekt hin. Ja. Alter, guckt euch das mal an. Ist ja ganz okay, weil die Schmelze ist ja momentan bei uns mobil auf dem Quentin. Finde ich auch ganz okay. Der hat zwar jetzt nicht den besten Spot zum Parken, aber eigentlich muss er ja auch gar nicht parken, wie wir herausgefunden haben. Verbraucht er ja keine Stamina anscheinend in der Luft. Und dann haben wir hier, ist das jetzt eigentlich richtig rum? Ich guck mal von außen. Ah, ich glaube, es gibt gar keinen so richtig vorn und hinten. Na, wobei, da vorne ist so ein Drehrad dran, das auf der anderen Seite nicht. Vielleicht drehe ich den dann nochmal. Pickup Industrial Grinder. So, wir machen es nochmal. Und dann versuche ich den mal zu drehen. Rechtsklick ist es, ne? Ne, Hu. Drehen ist Q. Drehen ist E. Drehen ist R. Wie war nochmal drehen? Q. Ja, das ist es. Ja, steht immer unten die Buchstaben noch. Ja, ich glaube, das sieht so besser aus. Okay, wie bedienen wir denn jetzt das Gerät hier? Also... grind up crafted items and certain resources. Also wir können jetzt hier gerade zum Beispiel Stroh und Wood reinmachen. Blueprint Thatch. Ach, können wir jetzt aus Holz Thatch machen? Nee. Requires Wood. Ach, das braucht doch noch Fuel, das Ding, ne? Mhm. Glaube ich. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hoch. Und Gasolin haben wir eigentlich auch noch einiges. Ja, ich gehe mal kurz auf den Quentin. So, und guck mal kurz, was unser Grinder macht. Das müsste jetzt wirklich mittlerweile mal durch sein, oder? Ja. Hier sehen wir es. Ist komplett durch. Über 1000 Metall haben wir hier noch drin. Dann packe ich das mal in unseren Grinder rein. So. Da ist es. Und ich könnte den jetzt on-turnen hier unten. Habe jetzt natürlich einen Gasolin verbraucht. Aber daraus könnten wir jetzt Thatch machen. Also aus dem Wood. Aus einem Wood könnten wir, ich mache das jetzt aus Prinzip einfach mal, 5 Thatch machen. Also man kann nicht einfach nur Blueprints oder so grinden. Ne, Blueprints sowieso gar nicht, sondern nur fertige Sachen, oder? Fertige Sachen, ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach einen Sattel reinpacken würde. Ein primitiver Quetsattel, den brauchen wir ja nicht mehr, ne? Ne, brauchen wir nicht mehr. Den kann ich repairen in der Smithy oder Grind Selected Item. Das habe ich jetzt ausgewählt hier unten. Und wir sehen hier unten sogar, was wir davon bekommen. Ist das das alles, was wir bekommen würden? Also, was jetzt angezeigt wird hier unten. 288 Hide bräuchten wir, um den zu machen. 2 Silicia Pearls. 104, 1435 Fiber.
Aber du sagst, man bekommt nur 33% oder 30% oder so davon? Von den ursprünglichen Herstellungskosten, ja. Okay, dann gucke ich jetzt mal. Also wir bekommen theoretisch 1435 Fiber. Ich mache jetzt mal Select. Und aus 1435 Fiber wurden 150 Fiber. Das sind ja, ja gerade mal 10%, unter 10%. Ja, nicht so geil. Ne? Ist die Frage, ob wir irgendwelche Sachen haben, die richtig viel bringen noch. Aber ich habe auf einmal 26 Silizia-Pearls. Das ist viel mehr als das, was da angegeben wurde, meine ich. Das ist vielleicht manchmal schon random, was man rausbekommt. Kann sein. Wir haben jetzt hier auch noch 31 Cementing Paste. Ich lasse den mal an, weil immer wenn ich ihn außen anmache, verbrauchen wir ein Gasoline. Und wenn das einmal läuft, dann ist es, glaube ich, nicht so teuer, ne? Also. Ja. Wir können mal gucken, was sind denn potenziell teure Sachen, die wir haben. Hier sind wir, glaube ich, tatsächlich schon am richtigen Schrank. Also, wir hätten hier zum Beispiel eine Long Range Rifle mit 154. Wir hätten hier ganz viele ganz normale Crossbows, jetzt nicht so teuer. Boah, wir haben ja auch eine fertige Assault Rifle, aber die brauchen wir ja. Wir haben jetzt zweimal 162er Crossbows. Die kosten aber auch nur 16 Metal Ingot. Das ist alles nicht so super teuer. Metallsachen sein. So eine Pistole, also, die wir eh nicht benutzen. Pistole, die wir nicht benutzen. Also wir haben hier Sättel auf jeden Fall. Genau, das Sättel, die wir nicht nutzen. Aber da steht irgendwie nichts dabei. Baryonyx-Sattel, Diplodocus. Ein Diplodocus-Sattel werden wir doch niemals benutzen, oder? Nee. Can be repaired. Wenn ich den jetzt einfach mal nehme. Weil da steht irgendwie nichts an Ressourcen dran. Achso, weil der ja schon fertig ist. Und deswegen kann ich gar nicht nachgucken. Boah, was ist denn jetzt passiert? Deswegen kann ich ja gar nicht nachgucken, was der kosten würde, weil der ja schon fertig ist. Das heißt, ich nehme jetzt hier den Diplo-Sattel. Und wir gucken mal, was jetzt an Metall oder so dabei rumkommen würde. Beziehungsweise, ich glaube, ich nehme mal lieber alles und dann gucken wir einfach mal, sonst kann ich das gleich nicht mehr nachrechnen, was das jetzt gibt. Also, Select, bam, 150 Metall. Und 150 Nein. Holz und 150 Hide und 150 Fiber. Also 150 ja. von allem. Ist jetzt nicht nix. Also wären jetzt wieder ja. 300 Metall, die wir hätten farmen können, müssen. Die wir, womit wir aber sonst sowieso nichts hätten anfangen können. Genauso wie mit dem Schild oder Wooden Schild brauchen wir auch nicht, also Shield. Dann haben wir hier Metal Fence Foundation, können wir theoretisch auch mal ausprobieren. Wir haben hier noch eine Pumpgun, eine 104er, aber die machen wir eigentlich nicht, ne? Sollen wir mal eine Longneck Rifle reinpacken? Ja. Außer die, nicht die hochprozentigen, davon brauchen wir zwei Stück. Also wir haben eine 154er und eine 293er, die ich jetzt hier gerade drin sehe. Ja, also zwei will ich behalten auf jeden Fall. Ja, dann wird es, glaube ich, schwierig, weil hier gibt es, glaube ich, keine zwei drin. Aber wir müssen auch noch Sachen haben, die man gut grinden kann. Safe. Irgendwo unten drin. Das ist ja, auch noch... Ja, ich komme wieder zurück. Es hat sehr lange gedauert, alles hier halbwegs ordentlich wieder zu machen, aber jetzt ich ist mach es hier so mal okay. Ein paar Billo-Klamotten nehme ich auch mal eben mit drüber hier. So Standardsachen. Ist auch eine Standard, oder? Du kannst übrigens hier auch mal wieder zumachen, ne? Das müsstest du ja eigentlich alles haben. Was ist denn mit deiner Fabric, mit deiner Pistol? Naja, die hat auch 200. Die meinst du ja gerade. Aber die hat 222%. Ja, aber wir werden niemals die Pistol benutzen. Meinst du nicht? Nein. Was würde die denn geben? Die gibt aber eigentlich. Zum Repairen braucht man dafür nur 16 Metal, das ist nicht viel. Ja, weil sie ja fast heil ist. Naja, stimmt. Also darfst du nicht gehen. Du musst gucken, was das sozusagen als normale kostet. Also einfach, man muss einfach schätzen, wie viel das wohl wäre. Und ja. Bei allem, was Prozente hat, sind es halt absurde Zahlen häufig. Weißt du? Ja. Sobald es irgendwie Prozente hat, ist es crazy. Deswegen auch die Sattel, die da sind. Das ist ein 72er Phenomia-Sattel. Können wir auf jeden Fall versuchen, ne? Den Mosasaur nicht, den sollten wir eigentlich noch behalten. Den Megalosaurus, weiß ich nicht, wenn wir den nutzen werden. Aber hier zum Beispiel die Lanze, 228%. Ah, die Lanze, true. Ja. Wo ist die denn nochmal? Lanze. Was ist das hier? Ne, das ist unser, das ist ein Schwert. Da ist die Lanze. 222, okay, die ist krass. Die müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. Wir haben auch zweimal Riot Shields. Die Schilder werden wir niemals benutzen, oder? Ja, glaube ich auch nicht, dass wir die benutzen werden, ja. Die könnten auf jeden Fall, die bringen richtig, richtig viel. Dann haben wir noch Sättel, haben wir Journeyman Fiomia Sattel, den meintest du ja schon. Mossa, den behalten wir lieber. Megalosaurus sollten wir auch lieber behalten. Wir haben 80er Dödel-Sattel, ich glaube auch nicht, dass wir den benutzen. Dödel können wir auch nehmen, ja, genau. Baryonyx lassen wir mal. Ankylo könnten wir... Bringt ein Ankylo-Sattel uns irgendwas? Ist einfach, dass er gegen die Genote halt lange überlebt. Ja, gut, lassen wir mal. Alo-Sattel, weiß ich nicht, hat unser Alo nicht so einen guten Sattel? Oder haben wir den noch nicht equipped einfach? Vielleicht haben wir noch nicht equipped, bin ich mir gar nicht sicher. Ein Araneo-Sattel? Was ist ein Araneo nochmal? Spinne. Brauchen wenn wir die jemals haben... Unwahrscheinlich, denke ich. Ja, ne? Nehmen wir einfach mal mit.
Ansonsten, ja gut, das ist teure Rüstung, aber gut, die ist nicht teuer. Beziehungsweise da haben wir schon bessere. Ja, ich glaube, den Rest würde ich jetzt einfach erstmal hier drin lassen. Ach, guck mal, hier haben wir noch eine Axt, eine 221, aber es ist nur eine Steinaxt. Hier generell die ganzen Steinsachen einfach mal reinklatschen. Hier auch 315. Ja, einfach um mal aufzuräumen. Einfach auch zum Aufräumen, das muss mal aussortiert werden hier, Freunde. Alles rüber, hier von mir ist auch mal ein Knüppel rein. Hier Standard-Axt können wir rein, Standard... Sichel kann rein. Hier was war alles mit dem Boden hier? Hast du die Sachen dafür oder soll ich das einmal mal nebenbei? Mach gerne bauen. Nebenbei noch. So, warte mal, 130er Axt können wir noch nehmen. 159er Pickaxe. Warte mal, was habe ich denn hier für eine Pickaxe gerade? Eine 146er. Okay, das heißt, wir können. Ich habe eine 146er Pickaxe nur. Obwohl wir hier eine 159er drin haben. Okay, alles klar. Das heißt, die können wir auf jeden Fall auch schreddern. Ach, wir haben ja noch einen starken Knüppel auch. Den habe ich die ganze Zeit gar nicht benutzt. Dann haben wir hier noch Flitschen. Ich ziehe das alles mal rüber, Freunde. Und wir gucken dann einfach mal, was dabei rumkommt. Auch hier so ein Metal Gate und so. Wir gucken einfach mal. Hier ganz viel Gate. Oh, was hast du denn jetzt so alles reingezogen? Polymer nur, was noch im Inventar war. Okay, das passt. Packst du am besten in den Fabrikator. Hier Türen. Was ist das hier? Belzebufo-Sattel normale. Ah, die können wir vielleicht noch sogar gebrauchen, ne? Yep. Wenn wir noch mehr Belzebufus ausstatten. Okay, ich probiere das jetzt einfach erstmal aus. Wir haben eh noch voll viel Zeug, aber gut. Ihr wolltet sowieso, dass wir aufräumen. Dann räumen wir jetzt auf und produzieren jetzt richtig viel Zeug. Also, Leute, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir fangen mal an mit der Lanze. Die ist richtig krass, oder? Ja, wir machen noch nicht Lanze. Wir fangen ein bisschen weiter unten an. Wir fangen mal an mit so einem ganz normalen 27er Hidehead. So, gucken wir, was dabei rauskommt. Wow, 20 Leder und 8 Fiber. Lohnt sich nicht so ganz. Dann haben wir hier noch so eine Hide-Hose. Also da kommt nur Hide und ein bisschen Fiber raus. Das ist wirklich der Aufräumeffekt größer als das, was wir dabei rauskriegen. Der Dödelsattel allerdings, 80er Ascendant. Gucken wir mal, was da rauskommt. 60 Metall, 150 Stein, 150 Hide, 150 Fiber. Ich würde sagen, da macht es dann eher die Summe, ne? Also ist jetzt auch nicht so ultra krass geil. Dann der Fiomia-Sattel hier. Knallen wir auch mal rein. Gar kein Metall. Nichts. Nur Holz und Thatch und so. Also ja, nicht so geil. Wenn wir jetzt hier mal eine Tür nehmen. Die sind gestackt. Alles nur Standardsand. Also es ist wirklich... Ja, es ist wie ein Mülleimer letztendlich. Wir machen mal eine Metalltür. Die sollten ja eigentlich relativ teuer sein. 11 Metall. Ja, aber ich glaube, sobald die Level haben, weißt du? Wahrscheinlich, weil, ja. Weil dann geht's, wenn es in diese absurd hohen Summen geht, dann wird es halt interessant. Wir machen mal den Araneo mit 138 Ascendant. Nix. 150 Chitin, 150 Hide und Fiber. Schreddert man das? Ich habe jetzt hier mal diesen Swatheim reingemacht. Ist der nicht zu stark? Nein, ist nur 127. Okay, du wählst den aus und dann kannst du unten Grind Select Item einmal. Ah, okay. Haben wir gemacht. Oh, 22 Polymer. Ja, und 11 Perlen, 15. Okay, der wurde halt nicht aus Metall dann gemacht. Genau, der wurde irgendwie nicht aus Metall gemacht. Aber hier haben wir einfach mal so 4 Metall-Fence-Foundations. Ja. Machen wir alle 4. Aber guck mal da, 8. Also da muss man wirklich absurde Sachen machen. Soll ich jetzt ehrlich unsere Pistol dafür schreddern? Ja, ja. Man muss mal was Gutes machen. Okay, wir gucken, was da rumkommt. Nein. 150. Ja, immerhin. Ja, 150 Polymer auch. Auch 150 Polymer, 150 Chitin. Aber ich habe das Gefühl, 150 ist irgendwie Max, kann das sein? Ja, ich glaube, es hat irgendjemand auch mal geschrieben, dass man kriegt maximal 150 raus immer. Oh, das ist ja dann schon traurig, oder? Lohnt sich das da? Aber die Lanze werden wir eh nie benutzen, oder? Ja, tu die Türlanze rein. Dann sehen wir auf jeden Fall die Theorie. Ja, es gibt 100, ja, aber auch krass. 150 Obsidian. Ja, 100 zu, aber krank, stell dir vor, es wäre nicht gecapped. Wahrscheinlich wäre es dann so 1000, was man direkt rausbekommt. Dann hätten wir von allem, weil es steht alles auf 150. Fiber, Hide, Flint, Pelz, Obsidian, alles. Ja, aber das ist irgendwie... Also die Leute, die geschrieben haben, das ist der absolute Shit, geht so, oder? Also, wir haben jetzt 3500 dafür ausgegeben. Sind wir mal froh, dass wir in der letzten Folge alleine mehr... vor 4 Folgen alleine mehr gefarmt haben. Ja. Aber, weil sonst wäre es schon traurig, weil am Anfang dachten wir noch, wenn wir zum ersten Mal 3500 Metall haben, dann bauen wir das. Und dann hätten wir uns richtig geärgert. Ja. Jetzt halt so, okay... Also wir haben jetzt aus 2 Schildern fast 300 Crystal bekommen und über 200 Polymer. Das ist schon nicht so schlecht. Ja. Gerade Polymer und über 200 Perlen. Also ich glaube, wir sollten uns da nicht so sehr auf Metall beschränken, weil Metall, glaube ich, kriegen wir mittlerweile deutlich einfacher.
Aber, also deswegen packe ich jetzt auch mal, ich packe mir jetzt mal ganz viel hier rein, Freunde. Ich meine, alleine für unseren Rynioknatasa-Film, für den Wespensattel, oder was ist das überhaupt? Das ist keine Wespe. Für das Rieseninsekt, für den Riesenkampfhubschrauber, für den Apache. Ja, was ist das dafür überhaupt? Dafür brauchen wir alleine 15.000 Polymer. 15.000! Ja. Ist das eine Libelle? Ja, ja, so ist wie eine Riesenlibelle ist das so ein bisschen, oder? Weiß es nicht. Ich schredder jetzt hier alles, was ich gerade rübergezogen habe. Knall ich jetzt da rein, das wird geschreddert. Also auf jeden Fall alles, wo man sich denkt, ja gut, brauchen wir das. Nee, komm. Das ist nicht das Inventar verstopft, wenn man trotzdem ja irgendwie die Rohstoffe davon haben wir viel bekommt. Zu viel. Ist gut. So, kann ich das jetzt alles auswählen? Guck mal vorbei in der Polymer-Farm und guck mal, was da geht. Und was PDAP eigentlich, was bei dem los ist. Guckst du jetzt mal? Ja, mach das. Ja. So, warte mal, ich habe die alle drin. Ich kann jetzt ja wirklich sagen, grind all items, glaube ich, ne? Hier ist jetzt nichts drin, genau. Hier kann ich. Jetzt habe ich grind selected, aber ich will ja nicht selected. Warte mal, ich gehe nochmal kurz. Oh nein, ich habe ausgemacht, scheiße. Grind all items, da ist es. Bam. Junge, da kommt einfach nichts bei raus. 370 Hide, 22 Metall, 530 Holz. Also, ich meine, gut, ja, das Inventar ist jetzt leerer und so, aber es lohnt sich ja gar nicht. Also, gar nicht. Ich muss auch sagen, nicht. Also, ich finde unsere Balkonfarm war in vielerlei Hinsicht cooler. Was kommt, hast du mal geguckt, was kommt jetzt raus bei PLAP? Da war jetzt 22 drin. 22? Ja, hast du die vielleicht sein, zu oder? Weit weggebaut und die legen keine Eier, weil die zu weit doch, aus der doch, Range die legen sind? Eier. Safe? Doch, doch. Ja, ja, aber 22 ist ja gar nichts gewesen. Ja, aber das Symbol ist über deren Kopf, das die Liebe machen gerade. Kann man auch kaputte Sachen grinden? Ich glaube, halt Babys geben sehr wenig. Das kann ich mir vorstellen, weil die Babys geben einfach wenig. Weil auch wenn ich da jetzt, auch wenn ich jetzt hier reingehe, in das Haus, dann, sie lebt ja kein, also sie ist kein Baby, was lebt. Die Babys werden schon. Es sei denn, die sind halt nicht gespawnt, weil, aber weil was? Weil es nicht in der Range war. Das wäre das Einzige, was mir so einfällt. Also Freunde, wir gucken gerade nochmal drüber. All das, was ich hier gerade reingezogen habe, hatte zur Folge, dass wir jetzt 643 mehr Metall haben, 770 mehr Holz, aber sowas ist eh völlig wurscht, 365 Kristall ist ganz nett, aber ist mit einer kleinen Aktion oben sofort gefarmt. Also letztendlich, ja, 653 Metall, 150 Obsidian. Am wertvollsten finde ich fast hier noch die fast 400 Polymer und die 200 Cementing Paste. Und daraus können wir ja auch wieder Polymer machen, aber also wirklich ans Herz legen. Also wenn es nicht gestackt wäre auf die 150 begrenzt oben, dann wäre es noch was anderes. Aber so richtig geil vom Hocker hoffe ich das tatsächlich nicht. Ja, dass die 150 ist einfach die blöde Beschränkung, das wäre es viel krasser. Frage ist, warum das überhaupt so ist. Sind das Server-Einstellungen? Wenn, dann wüsste ich nicht wie. Können wir uns in die Kommentare schreiben, Leute, ob man es irgendwie umstellen kann. Weil das wäre jetzt schade, wenn wir irgendwie so richtig beschissene Server-Einstellungen haben und deswegen so wenig wieder. Nee, kriegen. Das ist auf jeden Fall keine beschissene Einstellung. Das sind die Standardeinstellungen. 100%. Also da haben wir jetzt nichts falsch eingestellt. Das ist 100% nicht. Okay. Das ist ja extra so, dass es irgendwie beschränkt ist, dass man nicht unendlich viel rausbekommt. Aber eigentlich schade war, dass es so gemacht ist. Ja, weil, wenn wir jetzt irgendwas richtig Krasses finden würden, ne, wie zum Beispiel diese Lanze, ja. Dann würden wir uns denken, Alter, geil. Nicht, weil das Ding geil ist, sondern weil das bedeutet, wir haben gerade richtig viele Ressourcen gefunden. Ja. Und dann könnte man sich über sowas halt trotzdem freuen. Jetzt ja, finden genau. Wir sowas und denken uns, ja gut, sind halt 150 Metall, ne? Ist halt ganz ja. Nett, aber ist jetzt auch nichts, was uns irgendwie dann vom Hocker haut. Also, und deswegen wäre das halt geil, krasse Sachen zu finden und sich dann darüber freuen zu können. Aber mit dem, wie der Grinder hier arbeitet, ist es so lala. So. Aber ich habe die Sachen mal rübergeholt. Können ja trotzdem nochmal Revue passieren, was jetzt so alles am Start ist. Wie unser Zwischenstand weißt ist. Weißt du, was hier übrigens ist? Hier ist zu heiß, sagt er. Wo ist zu heiß? Hier ist gerade zu heiß. Und deswegen schlüpft das Ei nicht. Weil es zu heiß ist. Ah, da ist keine Klima drin. Aber bei uns auf dem Balkon war doch eigentlich gedacht, das gleiche Klima, weil es war ja draußen, da war ja keine Klimaanlagenfunktion. Ja, aber wir hatten ja auch manchmal Eier, die auch nicht geschlüpft sind. Vielleicht lag das dann auch daran. Ja. Ich habe ja hier diese ganzen Eier, stimmt, ich habe die ja eben auch alle aufgenommen. Und gerade sind, naja, 33 Grad gerade, das ist keine krasse Hitzephase, ne? Also hatten wir schon krassere Hitzephasen auf jeden Fall. Vielleicht hat es doch ein bisschen von der Klima oben profitiert. Wie lang ist denn unsere, unsere Range vom Generator? Das kann ich selber nachgucken, ne? Wenn ich jetzt auf den Generator gehe, ja. Dann irgendwie E gedrückt halte, Show Range. So, und dann zeigt er wahrscheinlich, dass deine Farm außerhalb der Range ist, ja, aber deutlich.
Ja. Wir hätten die Farm, vor allem weil die so klein ist, hätten wir am besten auf dem Balkon gebaut. Unten. Boah, das wäre aber richtig hässlich auf dem Balkon geworden. Ja, das stimmt. Ja, wir hätten aber sie ja nicht so hässlich grade, bauen müssen. Ich bin gerade hier auf dem Balkon und hier ist definitiv kein Hauseffekt. Sobald man durch die Balkontür reingeht, kommt das Haussymbol. Wenn man auf dem Balkon draußen ist, ist der Hauseffekt weg. Also hier hatte man keine Auswirkungen. Aber wenn ich auf Temperatur gucke, hier sind auch gerade 33 Grad. Also hier sind schon die ähnlichen Bedingungen. Und hier hat es ja voll gut funktioniert, weißt du? Wir haben hier schon sehr ordentlich gefarmt. Mhm. Warte mal, ich gucke mal gerade. Genau, wir haben jetzt hier gerade 33 Grad. Und sobald ich jetzt hier drin bin, haben wir immer noch 33 Grad. Ja, aber du musst kurz warten und dann ist das Haussymbol da. Und das sorgt für eine Verringerung, so wie Rüstung oder so, glaube ich. Okay. 33 Grad. Also die Temperatur ist nicht die, die bei dir ist, sondern die aktuelle Draußentemperatur immer. Ich glaube, auch wenn du reingehst oder rausgehst, ändert sich die nicht. Aber wo ist das Haussymbol? Ich habe das... Ach, da unten rechts. Ja, okay. Ja, ja, es dauert immer kurz, bis es kommt. Achso, die Temperatur wird immer die gleiche angezeigt, aber man reagiert anders darauf. Ja. Was ja auch irgendwie bescheuert ist, oder? Wäre doch viel interessanter... Ja. Zu sehen, was gerade meine aktuelle Temperatur ist. Oder beide halt von mir aus. Und auch irgendwie, legen die anderen keine Eier irgendwie? Legen die keine die Eier? Die neuen jetzt? Ich glaube... Zu wenig Männchen? Ja, ich sehe nur bei dem einen das Paarungssymbol, aber ich kann die anderen nicht angucken, weil PLP in denen drin ist. Und ich kriege das deren Sache nicht ein. Hier Pauline, Pinguin steht zur Paarung bereit, ja, und kriegt kein Kind jetzt aber gerade. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein einziger männlicher ausgereicht hat, als es noch auf dem Dach war. Ich glaube, weil das gerade irgendwie vielleicht der mittendrin ist oder so, dass es schon eine Auswirkung hat. Vielleicht fühlen die sich doch nicht so wohl in der abwaschbaren Metallkammer. Vielleicht muss man es doch ein bisschen größer machen oder halt doch wieder eine doppelte Etage machen. Also, warum? Dass die wieder so wie auf dem Balkon, oben sitzen die Eltern, kacken die Eier runter. Aber wo sollte der Vorteil sein? Aber warum? Weil die dann nicht, weil dann nicht der PLP mitten in denen drin sitzt. Aber die, sie stehen doch eh einfach nur nebeneinander. Die berühren sich ja nicht. Das passiert ja einfach so, dass die einfach kleine kriegen. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay. Weil die haben ja das Symbol auch über dem Namen, weißt du? Also das passiert ja. Ja, aber die kriegen keine Kinder. Ja, aber die kriegen, du kannst, wenn du auf die rauf guckst, siehst du, dass die sich nicht paaren gerade. Und wenn du hinten reingehst, kannst du auf Pauline gucken, da geht das hoch. Dass sie sich gerade paart, aber bei den anderen nicht. Okay. Siehst du? Pamela meine ich. Bei Pamela sehe ich gerade, Mating geht hoch, ja. Genau, und dann gucken wir bei den anderen. Ich sehe bei keinem anderen das Symbol. Ja, lassen wir nochmal hier kurz rüber. Schwer zu gucken. Ich musste von einer anderen Tür, um es überhaupt zu sehen, aber ja. Ja, hier passiert gar nichts. Aber die stehen da vielleicht auch gar nicht auf Mating, oder? Doch, die stehen auf Mating. Da steht zur Paarung bereit, deswegen auch das Symbol oben, aber sie paaren sich halt nicht. Dann fehlen vielleicht Männchen, oder? Vielleicht. Ich glaube, es fehlen Männchen mittlerweile. Dass es davor auch nur eins gab. Ich wette, ein Männchen kann nur parallel gerade sich mit einem Weibchen maten, sozusagen. Mhm. Weißt du, dass das nicht parallel passieren kann, dass wir hier Männchen brauchen, damit parallel mehrere quasi so befruchtet werden. Weil jetzt ist hier, Pamela macht sofort weiter, ohne Pause, weil die quasi ihren Partner gefunden hat, mit dem das durchgezogen wird. Könnte ich mir vorstellen. Und die Kinder, aber die schlüpfen alle nicht, weil es zu heiß ist, oder wie? Ja, Egg Health geht runter. Von 98, also von 100 jetzt schon auf 98,1 runter und es wird immer schlechter. Und damit es kühler ist, können wir too nichts hot machen, steht außer auch eine ganz Klimaanlage, klar. Ne? Also außer eine Klimaanlage, weil Klimaanlage ist halt, da müssen wir hier noch einen Generator befüllen und entweder das oder stellen. Wir bauen es halt bei uns zur Base in die Range von unserem Generator. Ja, das wäre auf jeden Fall dann einfacher. Aber ist halt dann nervig von den Geräuschen her auf Dauer. Ja, das stimmt, Freunde. Naja, gut, alles klar. Aber das war's erstmal für heute, Leute. Wir haben den Grinder am Start. Die Farm ist noch nicht ganz perfekt. Die muss noch ausgebaut werden. Da hinten seht ihr, wie bei Sandy von SpongeBob, sieht gerade die Range aus von dem Generator, weil die hier immer noch angezeigt wird, diese Kugel. Sieht ganz cool aus. Und wir haben ein paar Rex-Babys. Also, wir sind auf einem ganz guten Weg. Hast du unsere Armee angeguckt? Die ja draußen mittlerweile stehen. Nee, die haben wir gar nicht mehr. Du kannst eigentlich die Folge da noch beenden. Du kannst mal drüben. Ja. Du kannst dich mitnehmen. Geh mal kurz rüber. Und was wir dann nochmal bald machen müssen, ist nochmal eine Höhle irgendwann. Und ist es nicht dann schon irgendwann die letzte oder vorletzte Höhle vom Endboss? Es gibt noch mehrere Höhlen, die wir noch nicht gemacht haben, auf jeden Fall. Und die härtesten Höhlen sind die zwei im Schneebiom und das Tech Cave, auf jeden Fall. Ah, doch noch so viele. Beim Vulkan. Ah, okay, krass. Ja, ein paar Rexe sind auf jeden Fall da. Also, wir sind gut vorbereitet. War auch gar nicht so schlimm diesmal mit den Babys, fand ich. Man musste nur die Decke einreißen, beziehungsweise den Boden. Aber und dann sind alle losgegangen. Ich habe halt alle eingesammelt, du hast stimmt, nicht gemerkt. Du hast die Scheiße hast du ein bisschen Monte gemacht und hast Loot Crates geöffnet. Ja, das stimmt. Hab einfach gesagt, kannst du kurz einfach die Scheißarbeit machen und ich mache ein paar Case Openings.
Naja, aber die waren auch nicht besonders erfolgreich, Leute, da sieht man es wieder. Es lohnt sich nicht. Case Openings, Leute, es lohnt sich nicht. Fangt es gar nicht erst an, Freunde. Das war es auf jeden Fall mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Take this, ihr nehmt das Leben nicht zu ernst. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr wieder beim DNR. Bis dann, macht's gut. Und tschüss. Tschüss.